Lamine Yamal ist erst 15 Jahre alt, hat aber jetzt schon einen 81 Jahre alten Rekord gebrochen und gilt als das größte Barca-Talent seit Lionel Messi. Was der Junge wirklich kann, klären wir heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talent Watch. Mein Name ist Jonas und heute kümmern wir uns mal um Barcas Rekordteenager Lamine Yamal. Yamal ist aktuell noch 15 Jahre alt, Flügelspieler beim FC Barcelona und er ist sogar erst so kurz auf der großen europäischen Bühne, dass er von Transfermarkt.de noch nicht mal einen Marktwert zugewiesen bekommen hat. In Mataro, einem Vorort Barcelonas, wurde Yamal als Sohn eines marokkanischen Vaters und einer äquatorialguineischen Mutter geboren. Nachdem Scouts des FC Barcelona bereits früh auf den talentierten Yamal aufmerksam wurden, trat er bereits im Alter von 5 Jahren der legendären La Masia Akademie bei. Von dort an durchlief er alle Jugendteams der Katalanen und spielte dort sogar regelmäßig bis zu 3 Jahre über seiner Altersklasse. Beispielsweise lief er mit 13 schon für die U16 auf und gehörte dort sogar zu den besten Spielern. Geschadet hat es seiner Entwicklung allerdings nicht, sondern es hat ihn nur noch besser gemacht. Yamal debütierte außerdem im September 2021 auch für die spanische U16-Auswahl, nur um im Februar 2022 dann wieder in die U15 zurückgeschoben zu werden. Nur um dann im Oktober desselben Jahres zuerst für die U17 und dann für die U19 zu debütieren. Was für ein Chaos für den Youngster. Nach 6 Einsätzen in der Youth League wurde er dann auch fürs Training zu den Profis vom FC Barcelona befördert und sein Trainer Xavi sagte über ihn: Wenn man ihn im Training sieht, dann merkt man, was er drauf hat. Am 29. April 2023 war es dann soweit. Er gab sein Debüt für die erste Mannschaft und das beim 4:0-Sieg gegen Real Betis im Alter von 15 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen. Damit wurde er zum jüngsten Spieler Barcelonas, der je in der Primera División eingesetzt wurde. Zuvor hielt diesen Rekord 81 Jahre lang Vicenç Martínez. Martínez lief 1942 mit 16 Jahren, 9 Monaten und 7 Tagen das erste Mal im Derby gegen Real Madrid auf. Ein gewisser Lionel Messi war hingegen fast ein Spätzünder. Er erlebte sein Debüt erst mit 17 Jahren, 3 Monaten und 22 Tagen. Bei seinem Debüt hatte Lamine Yamal zwar nur 7 Minuten Zeit, aber in denen machte er richtig Alarm. In der 86. Minute hätte er fast nach einem Fehler von Martin Montoya, übrigens auch ehemaliger Barca-Spieler, fast noch sein erstes Tor gemacht. Allerdings schloss er alleine vor dem Tor noch zu überhastet ab. 3 Minuten später allerdings chippte er den Ball überragend über die Abwehrkette in den Fuß von Ousmane Dembélé, der seinerseits eine Riesenchance leichtfertig vergab. Der 15-Jährige gab auch nach dem Spiel noch erste Einblicke in seine eigene Gefühlswelt. Ich habe eine Menge Emotionen gespürt. Als ich auf das Spielfeld kam, war ich beeindruckt, gestand er bei Barca TV. Nach und nach verflog allerdings die Nervosität und ich habe versucht, mich so wohl wie möglich zu fühlen. Ob er sich jetzt wirklich wohlgefühlt hat, weiß ich natürlich nicht, aber so kann man als 15-Jähriger auf jeden Fall mal in seine Profikarriere starten. Und auch Trainer Xavi war voll des Lobes für ihn. Bé, la min, doncs, crec que ha demostrat el que és, no? No té por, amb 15 anys, té aquest talent de 3/4 endavant que és tan difícil de trobar en el futbol mundial. I a pesar de l'edat crec que és capaç de fer coses, no ho ha demostrat, ha tingut una ocasió, ha fet un últim passe boníssim, un parell d'últims passes boníssims, s'associa bé. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass Yamal erst bei einem Vorsprung von 4:0 eingewechselt wurde und der Gegner Real Betis auch nur noch zu 9 war. Was er wirklich kann, wird er noch unter härteren Wettkampfbedingungen unter Beweis stellen müssen. Er spielte nur 7 Minuten, aber er hat alle verblüfft. Merken Sie sich diesen Namen. Aber was kann denn der Teenager jetzt schon auf dem Platz leisten? Er ist zum Beispiel ein herausragender Dribbler und hat ein überragendes Gefühl für Raum und Gegenspiele. Außerdem hat er eine super Ballbehandlung und eine Menge Tricks in seinem Repertoire. So war er als Jugendspieler schon kaum zu stoppen. In der Jugend konnte er eh quasi machen, was er wollte. Er war schneller, stärker und besser am Ball als all seine Gegenspieler. Und am liebsten nutzte er den Arjen-Robben-Spezialmove, wo er von der rechten Seite nach innen zog und dann mit links abschloss. Aber wenn man nun mal so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie Yamal das eben tut, dann ergeben sich automatisch Lücken für die Mitspieler und die findet er in der Regel auch. Er ist gerade im letzten Drittel ein super Passer und Vorlagengeber und es wirkt fast so ein bisschen so, als würde die Zeit für ihn langsamer laufen. Generell gilt Yamal als ein Angreifer, der schon für sein Alter enorm weit ist. Außerdem besitzt er eine große Reife und aus dem Grund dürfte er bereits so früh debütieren. Große Schwächen sucht man beim Flügelspieler allerdings vergeblich. Das Einzige, wo er noch Nachholbedarf hat, ist seine Physis. Das ist aber, glaube ich, mit 15 Jahren auch völlig normal. Auch seine Körpergröße mit 1,65 ist jetzt nicht überragend, aber auch da kann er in den nächsten Jahren noch aufholen. Und so sieht das auch sein Trainer Xavi. Amb molt potencial i pot ser molt important d'aquí al futur. Sí, es un jugador parecido, sí, porque tiene ese talento innato en 3/4 de campo que es tan difícil de encontrar y lo tiene, y tiene. Y es un futbolista o una persona en este caso que no parece que tenga 15 años. Es más maduro de la edad que tiene y por eso lo he visto yo personalmente preparado, lo veo entrenar y es futbolista que puede ser diferencial.
se ha mostrado. Der Messi-Vergleich ist von seinem aktuellen Leistungsniveau natürlich übertrieben. Und man muss auch sagen, wahrscheinlich wird er nie das Niveau des Argentiniers erreichen. Aber man kann schon erkennen, dass er sich einige Dinge von Messi abgeschaut hat. Ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht wie die Sun, die vom Zitat besten La Masia-Projekt seit Lionel Messi berichtet, aber der Junge hat schon echt einiges drauf. Die Zukunft bei einem 15-Jährigen zu bewerten ist natürlich immer schwer, da kann noch so viel passieren. Ich sehe aber seine Zukunft auf jeden Fall bei Barca und auch Xavi sagte, er kann eine Ära prägen und ein großer Spieler werden. Aber auch kurzfristig sehe ich Yamals Chancen auf Spielzeit gar nicht mal so schlecht. Barcelona hat nämlich aktuell 14 Punkte Vorsprung in der Liga auf Real Madrid und hat somit den Titel schon fast in der Tasche. Da könnte es für Yamal trotz der großen Konkurrenz auf den Flügeln doch die eine oder andere Minute Spielzeit geben. Aber auch in fernerer Zukunft sieht es so aus, als würde der Edeltechniker dem FC Barcelona auf jeden Fall erhalten bleiben. Und das auch trotz des Top-Agenten Jorge Mendes, der Yamal ab jetzt vertreten wird. Aktuell sieht es aber so aus, als würde der Youngster beim FC Barcelona seinen ersten Profivertrag unterschreiben, sobald er im Sommer seinen 16. Geburtstag gefeiert hat. Aber bei dem kometenhaften Aufstieg wird er mit Sicherheit auch im Sommer bei anderen Topclubs aus ganz Europa auf dem Zettel stehen. Aber jetzt seid ihr gefragt, was sagt ihr zu Lamine Yamal? Kann er beim FC Barcelona eine Ära prägen? Und welches Talent wollt ihr hier als nächstes sehen? Schreibt es mir doch mal gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder am Montag schon bei der zweiten Folge von unserem neuen Bundesliga-Format. Ich freue mich. Bis dahin, bleibt geschmeidig.